Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Formel 1 2013 im Korb mit dem Oberlappen, Mulchen. Ja, liebe Freunde, hier sind wir wieder zum Qualifying in Deutschland. Nicht vergessen, schreibt eure drei Teams in die Kommentare, die wir vielleicht in der dritten Saison fahren sollen. Die Teams Toro Rosso, Mercedes, Sauber und Caterham sind schon weg. Marussia könnte vergessen, fahren wir sonst so nicht. Bahrain könnte auch rausnehmen. Also schreibt die Teams, die übrig bleiben, schreibt eure drei in die Kommentare. Da bleiben eh nur drei übrig, aber. Aber mit einer Rangfolge, oder? Ja. Also ich bin persönlich für Lotus. Ich auch. Auch. Ich hab Bock auf Lotus, der lässt sich super fahren, finde ich. Bin ja schon mal gefahren. Lässt sich super fahren. Und ich werde immer mal den Reifenvergleich sehen. Weil wenn da mit Toro Rosso gefahren sind, wenn da ein Räikkönen und Grosjean Malaysia von 9 und 10 starten, mit 1 Stop weniger, am Ende auf Platz 1 und 2 landen, dann muss ja irgendwas falsch sein. Deswegen wollen wir das austesten. So, diesen gleichen Satz werden wir im Rennen auch nochmal sagen. Die darfst du sagen. Du bringst ja gar keine Karriere mehr. Ne, ich hab. Ich konnte aber nicht aufnehmen. Kannst du jetzt auch wieder ich aufnehmen? Ich wollte nicht, ich war kaputt. Ich musste so viel in der Wohnung machen, aber das kommt auf jeden Fall. Ich schaff das noch. Du schaffst ja momentan nicht mal dein Upload-Plan einzuhalten. Ich habe schon lange kein NBA-Pad mehr gesehen. Nee, weil ich konnte nicht auch. Ich hab's da runtergeschmissen, weil es nicht ging. Ich brauchte unbedingt eine Internetverbindung. Mit den scheiß 2K-Servern. Wie war das ohne Internet? Naja, das Handy hat ja auch noch Internet gehabt. Naja, Fernseher geguckt. Schon Suchterscheinungen? Entzugsentscheidungen schon gehabt? Nee, so schlimm war nicht. Ich hab kurz mal geguckt, was für neue Videos so kamen, wie NBA gespielt hat. Nee, nicht. Ich habe mir kein einziges Video angeguckt. Keine Lust gehabt. Bist du jetzt hier vor mir? Bist du gerade rausgefahren? Das ist ein Caterham. Ich muss hier Abstand lassen. Ist ja als Abstand von 500 Metern. So, here we go. Ach Mensch, schön ruhig. Ja, weil wir beide auf einer schnellen Runde wahrscheinlich sind. Bist du im ersten Hektar gefahren? 30-1. Ich auch. Och. Caterham. Aber bitte nicht so langsam, dass du mir in die Quere kommst. Ah, Kacke. Bin ich ins Kies gekommen. Bin trotzdem 2 Zehntel vor dir. Oh, super. Ganz stark. Super. Ganz stark, Pick. Hält der mich in dieser scheiß Schikane auf, Alter. Die Lahm fahren den da durch, ey. Ist ja unglaublich. Jo, den überhole ich jetzt erstmal. Guck mal, 1,6 Sekunden verloren. 1,6 Sekunden. War der erste, der draußen war. Backpick, ey. Hatte doch schon Abstand von Kilometer, ey. Reicht nicht, Boy, reicht nicht. Echt,
Da liegen Frontflügelteile. Was? Oh Gott, Non-KTM. Unregeln. Wolltest du 2 Zehntel Vorsprung nach dem zweiten? Ja. Da hab ich grad einen Fehler gemacht, ey. Meine Fresse. Und die Runde wird auch nichts, ganz vergessen. Wird vielleicht eine halbe Sekunde langsamer als deine sein. Bin eh schon in der Box. Jo. Was geht mit Schnauze? Also wir sind sicher, ich bin sicher weiter. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. So pick, so fährt mir über diese scheiß Curbs rüber. Oh Gott! Oh, was der Wand schon wieder? Uhu, Alter! Okay, ich hatte im letzten Sektor, glaube ich, 15. Rückstand oder so. Wie schnell bin ich jetzt zugefahren? Eineinhalb Zehntel. Erster Sektor? 14.000 zu schneller. Im letzten. Du isst gerade was. Im zweiten Sektor habe ich, glaube ich, eine halbe Sekunde verloren. Richtig. Oder so. Sogar fast. Naja. Fast ja, genau. Weil ich habe mich da scheinbar verbremst. Ich habe einfach Hunger. Ich kann jetzt kurz zur Pizzeria rübergehen, ey. Die hat bis 0 Uhr offen. Oh, die schmeckt so göttlich, die Pizza da. Alter. Kennst du Call the Pizza? Mm-mm. So ein Laden, der hat bei uns, der ist bei uns genau gegenüber. Platz 1 in Potsdam, Testsieger, hier, 2013. Bester Service, schnellster Service und ja. Im Geschmack ja auch nochmal richtig gut. Und haben uns nochmal neulich was bestellt. Eine Pizza und mein Vater hat Tortellini gegessen. Mit einer weißen Soße, Rahmsoße oder so, ich habe keine Ahnung. Oder Carbonara, genau. Und also der noch nie so gute Tortellini gegessen. Von einem. Von so einem Lieferboten. Bist du noch Dritter, sagen. Ne? Ach, Alonso, fick dich. Wie sieht's denn bei dir aus? Holst du dir mal ab und zu was vom Lieferanten oder so? Nee, eigentlich nicht. Döner? Nee. Mensch, enttäuscht von dir. Bin enttäuscht. Nein. Also vom Lieferanten in der Regel eigentlich gar nicht, weil du zahlst die ganzen Fahrtkosten, zahlst du nochmal richtig ordentlich drauf. Das ist ja alles schon in den ganzen Preisen mit enthalten, ey. Deswegen kostet es ja auch so viel manchmal. Was zahlt ihr für eine Pizza? Also die Pizza ist echt gut, was waren das? 6 Euro, eine kleine. Ja, eine kleine, ja, siehst du, das ist es halt schon. Das ist die uns heißt 6,50. Das ja, ist, aber guck mal, Geschmack hat seinen Preis. Ja schon, weiß wenn du aber in den Laden gehst, zahlst du wahrscheinlich nur 4 oder 4,50. Das ist halt. Ich hab's ja direkt abgeholt. Oh, guck mal, wie die angekommen sind. Ja, 35.000 ist du. Scheiße, das wird spannend, ey. Sag ich doch. Also, ganz ehrlich, der Sauber ist da auch nicht viel schneller als der McLaren. Der ist da auch nicht viel schneller als der Sauber. Nee. Oh, Multiplayer, 1200 Punkte. Okay. Also nach dem Käufer werde ich das Spiel nochmal neu starten. Machst du nur 30 FPS? Nee, 60. Ja, deswegen. Ich habe einen Trick herausgefunden, wie ich 60 immer habe. Man darf halt nicht so oft zwischen Fenstermodus und Vollbild umwechseln. Das mag das Spiel nicht, das mag der Prozessor irgendwann nicht. Na deswegen wahrscheinlich, so wie du wahrscheinlich meinst, so machst du es bestimmt. Oder dass wir die starten, Aufnahme starten, Fraps öffnen. Spiel starten, Aufnahme starten, bumm.
Ich starte Webcam. Oh, das, dann kommt ein Countdown. 3, 2, 1. Bei 1 starte ich dann, das öffne ich das Programm Audacity und starte ich, damit es ungefähr synchron ist. Du hast bei einem Video, hast es mal komplett vergessen. Runterzuschrauben. Da hat man, da hast du den Ton mit der Webcam, glaube ich, vergessen. Brauchst du schnell. Ja, den Sound von der Webcam will ich eigentlich auf 0% runterschrauben. Genau. Ne, den hast du komplett vergessen. Wo war das? Formel 1? Ich weiß nicht. Irgendein Mario-Teil oder. Also im Spyro ist es mir aufgefallen, aber nur beim ersten. Da ist das nicht das. Ja, genau, bei Spyro. Da ist, beim ersten, ja, ja, das ist mir auch aufgefallen. Du Spyro, was ist denn das für ein Kack-Game? Jump'n'Run. Ja, Jump'n'Run mit Gummibären-Grafik. So, natürlich sind jetzt schon ein paar raus. Bist schon rausgefahren? So ne, ich fahr jetzt raus. So eine Spiele, sowas wie zum Beispiel, sowas wie Geilkind, der macht ja auch so solche Genres. Jump'n'Run, die ja, Mario der macht ja Nintendo im Hauptsitz. Ich ist ja nur auf Nintendo. Partner von Nintendo. Ja, wo, der wurde ja, glaube ich, fast mal. Was wurde der? Sein Kanal wurde irgendwie. Na, weiß ich, was wohl? Gesperrt. Ja, Nintendo hat das angedroht. Nintendo hat es angedroht und hat er gesagt, ja, wenn ich mach, dann mache ich vorher keine Werbung mehr. Das heißt also keine Videos mehr. Er macht wirklich nur Nintendo-Spiele. Deswegen ist ja diese Werbung überall. Wo bist und dadurch du gerade? Haben sie ihn wieder entsperrt. Ganz einfach. Cool wäre es, wenn ein Codemasters mich anschreiben würde, hey, wir suchen einen guten Rennfahrer, der was kann, möchtest du 2014 testen? Oh! Komm zu uns nach Birmingham und setz dich in den Simulator rein. Wir dürfen eine Person mitnehmen. Meine Mutter! Wen würdest du mitnehmen? Oh, gar keinen. Hallo, ich? Damit ich deine hin. Fratze dann sehe, oder was? Ja? Kommt da an. Ich bin erstmal auf deine Facecam bei Porto dann gespannt, ey. Ich glaube, ich setze mir Sturmmaske auf mit Fahrradhelm. das ist bei Formel 1. Sturmmaske mit Fahrradhelm. Ja, machst du Lenkradcam. Oh, die Runde ist verkackt. Erste Kurve verbremst, war. Erste Sektor schon mal komplett verhauen. Was kann nicht sein, dass die Weichen kaum schneller sind? Die sind auch nicht viel schneller. Die Runde sollte trotzdem reichen. Das ist ein Verkack bei dir. Halbe Zehntel? Also ich bin nur eine 30-4 gefahren im ersten Sektor. Ich bin 29,9. Ja. Alter, und der nächste Fehler drin. Oh, 17. langsamer als Weber, sehr schön. Der ist nur 30,9 gefahren. Irgendwas war da mit Weber am China-Wochenende, oder? Ne, was war da? War das vom letzten Jahr? Okay, nee. Lassen wir das Thema weg. Ey, was holten die KM2 im Sektor raus? 13. Bumm, und erster. Reicht die Zeit. Die KI verliert massig Zeit im letzten Sektor. Ach genau! Gerade gesagt! Rosberg! Was sind wir mit der Zeit durch? Wer ist? War das? 34.000 schneller. Ich hätte im ersten Fall 3000. Rückstand auf Grosjean, dann 13. auf Hamilton, am Ende war ich eine halbe Zehnte vor Hamilton.
Und Ross wird nochmal kostlich, ja, ich bin mal gespannt. Und du wirst in glaube 30, 5 oder 6 fahren. Weil wenn du im zweiten, wenn du im zweiten Jahr schon Bestzeit hast. Hamilton erster, genau. Okay. Ah, die, ich glaube, die ist sehr gut, die Zeit. 32 war. 29. 30 eigentlich. Okay. Ich hatte aber Rückstand auf Rosbergs Zeit im Mitteteil. Ich weiß. Das hast du im letzten Sektor bitte gemacht. Warum? Und dann bist du 16 schneller als der gefahren. Guck mal schnell nach. Die Reifentemperaturen sehen sehr gut aus. Schau weg hoch, schau weg hoch, schau weg hoch. 5. bist du nur noch. Was? Vettel auf der 4. Alter. Das wird nicht gleich einfach, denn das wird so schwer für dich. Ach, wird schon, die Runde war nicht gut. So. Kannst du mal in die Box fahren? Ich sehe deine Zeit nicht. Ja, ich bin auch im zweiten Sektor gerade. Alter, die KI fährt ja nochmal 2 Sekunden schneller als ich im ersten Sektor. Was fährt denn die KI da? Also, 29,7, ich fahre 29,9. Oh Gott, zwischen Hamilton und Rosberg sind 4.000. Dann kommt Vettel mit 18.000 zurück schon auf Rosberg. Dann komme ich mit 16.000 zurück schon auf Vettel. Boah, geht nicht. Okay, du bist gefahren. Eine 10. schneller als ich im ersten. 13. im zweiten. Und 2 im letzten. Alter, du bist 16. schneller als Rosberg und Hamilton im letzten Sektor. Au. Reicht locker. Oh, ich habe die Schikane auch perfekt erwischt. Ja, da darfst du keine, da darfst du nicht so, darfst das Heck nicht ausbrechen. Hallo? Boah, Alter, 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 der 16. Alter, krass. 23,5. Boah, der letzte war echt geil. Der war richtig gut. Kannst du jetzt vielleicht mal danke. Aber wir vergessen mal, wer ausscheidet. Haben wir vorhin auch vergessen. Boah, sehr eindeutig. Beide sauber, beide fast in der Baltos. Bogotá ist auf der 12. Stark. Ist man nicht so von ihm gewohnt. Der hat immer seine halbe Sekunde Rückstand auf Hülkenberg. Ja, immer. Das hat man so einprogrammiert. Ja, das ist doof gemacht, finde ich. Das sollte man so machen, dass man auch... Mann, aber das kann man nicht programmieren. Das geht nicht. Das geht nicht, oder? Doch, gehen wird schon. Ja, aber wie? Du kannst ja nicht programmieren, dass er in diesem Rennen scheiße ist und in diesem Rennen ja gut. Auch mit einem Zufallswert, Wahrscheinlichkeitswert. Doch. Ja, wenn man so einen guten Tag hat auf der Pole oder was? Ob sie einen guten Tag haben oder einen schlechten Tag haben. Wir fahren gleich raus. Mach dich bereit. Ja, ich bin schon bereit. Gott. Reifen. Der Reifen, ne? Was sagt denn das Team, wie lange die halten? Ach, Scheiße. Ach. Ja, ist klar. Ja, ist klar. Die harten halten 9, halten 12. Die weichen 9. Fahrt mal raus. Fahrt ruhig raus. Ich bleib mal drin. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Voll kaputt, ey. Gib mir mein Link. Warum? Echt? Sagen nicht immer so. Mein Vater und ich sind immer das Gleiche. Kann ich mir, könnt mir hinlegen. Nur wenige Autos, wir sollten das auskosten, wa? Schnauze im Splörfen. Ich bin gleich auf das Rennen gespannt, wenn es regnet. Ich hoffe am Start. Ich hoffe am Ende des Rennens. Oh, Treiber. Ich hoffe am Starter sind, dann kann ich hier schön meine Reifen ausfahren. Riesenbogen fahren.
Oh, das wird auch schwer werden, ey. Was? Na, hier mal. Sag's doch einfach, auf die Pole-Position zu fahren. Hockenheim, ey. Boah, da ist ja nichts mehr drin, ey. Gott sei Dank. Gott sei Dank? Magst du Hockenheim mehr? Ja. Finde ich nicht. Die ist kürzer, wa? Ich finde einfach schöner zu fahren. Und halt deutsche Strecken sind alle gut. Bei der ist nicht schlecht, ja, ich mach den Knocken eigentlich trotzdem mehr. Die grüne Hölle. Wo die KI die Zeit im zweiten Sektor raus, ey? Weißt du es? Nein. Und das darf man halt nicht in der Runde passieren, ey. So, let's go. Beide ganz skill. Muss sein. Halt Tobi am Arbeiten ist. Das war die bisher schnellste Runde. Ausgezeichnet. Dritter. Da waren ein paar Fehler drin, ne? Bei mir auch. Aber Schikane in den letzten Sektor wieder. Optimum. Optimal. Meine Fehler war mehr zweiter Sektor. Noch einer ran? Bei mir mehr erster Sektor. Machst du noch einen Versuch? Ich fahre gerade meine zweite Runde. Also fährst zwei. KI fährt nur eine. Und wie sieht's aus? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, hat er gesagt. Scheiße, das war so eine geile Runde, ey. Hast du einen Vorsprung gehabt? Ich war 2 Zehntel vor dir. Und dann fliege ich über diese Schikane rüber. Ich fahr nochmal raus. Oh nein, ich war 13 auf meine Zeit, ey. Oh, ich hätte Pole gehabt, ey. Wir fahren gleich raus. Mach dich bereit. Ja, 23,6 bin ich im letzten Sektor gefahren. Scheiße, Mann. Du bist im Moment der Schnellste auf Man schiebt mich doch mal hier hin, ey. Oh, Saft, Mann. Gott, 3 Minuten habe ich genug. Du bist da eine halbe Sekunde schneller. Eine Zehntel schneller. 3 Zehntel schneller. Gut. Ich dachte, der letzte Sektor geht dir
Nee, nee. Nachdem du Schikane kennengelernt hast, nicht mehr. Dann hast du auch nur noch ein Weichen, wa? Ja, aber das reicht. Wir werden zum größten Teil Inno hart fahren. Ja, wir werden so hauptsächlich Intest oder Regen fahren. Ja, klar. Er ist noch drinne. Du und ich. Im Moment liegst du vor Boss. Wieso, bist du noch draußen? Ich bin jetzt draußen. Wieder rausgefahren. Alles ist bereit. Du musst in der Box rein. Ja, das hat mich jetzt gerade gewundert. Weil du hast einen pinken Sektor auf einmal im Mittelteil. Ja, das war meine vorhin. Den hatte ich vorhin. Dann habe ich auch einen Fettfehler gemacht, weil diese scheiß blöde Qualifying-Anzeige da so scheiße stört. Wegen meiner Kamera. Nachher wegen deiner Kamera, bei mir ja nicht. Oder? Hast du mal bei mir geguckt? Bei mir ist es. Nein, bei dir, du hast ja nicht die. Ich habe die Kamera so ein bisschen. Die TV-Kamera so. Versetzt. Versetzt. Dann stört's, ja. Das ist richtig. Aber in der anderen Kai, die fahren die so scheiße hässlich. Welche, die ich fahre? Ja, okay, du hast noch ich habe einen Kameramod drin, dass mir alles ein bisschen nach hinten verlässt. Naja, ich bleib bei der zentralen TV-Kamera. Ich kann die Versetzte nicht fahren, das geht bei mir nicht. Alles klar, let's go. Da wirst du nur einen Versuch haben, ja. Okay, so. Nur noch 30 Sekunden in dieser Yes! Das wird nicht reichen. Bist du schnell? Ja! Scheiße! Ich fahr auf jeden Fall schon mal 13 auf meine Zeit. Oh, verkackt. Alles was? Mhm. Die Schikane sah so kacke aus, ey. Ich hatte aber 14. Vorsprung auf meine eigene Bestzeit nach dem zweiten Sektor. Ah, du hast den dritten, du hast den dritten habe ich dann nochmal die Schikane, ja, minimal zu spät. Minimal, aber es hat gereicht. Ich hatte 13. auf meine eigene Zeit, das heißt, ich hatte. Warte mal, du warst 13. auf Alonso, wa? Ich war circa eine Zehnte dahinter. Guck dir meinen ersten Sektor mal an. War der gut? Ja, Bombe. Der hat alles gepasst. Guck mal nach. Aber bei mir der zweite Sektor einfach gestimmt, glaube ich. Bei mir der erste Sektor war 29. 8. Nee. Wann erst bist du? Nee, glaub, ich bin, nee, ich bin 9, ich bin 29.5 gefahren. Warte, das bin ich. Ah ja, warte, das kann man. Oh scheiße. Egal. Das war das Qualifying, Philipp auf der 1, ich von der 2. Du warst im Mittelteil schneller als ich. Bosberg 4, Orienten 5,
Weber 6, Vettel 7, Massa 8, Ricke 9 und Kuschel 10. Hat er sich gefreut, dass er die Pole Position hat? Und er so, nee. Aber guck mal, du hast es fast weggegeben. Du hast es fast weggegeben. Ging aber. Ja, wir sehen uns dann im Rennen wieder. Tschüss. Wird's regnen oder nicht?